Verdammt! Ich bin auf einen rostigen Nagel getreten. Hey, es ist keine gute Idee, in diesem riesigen Müllhaufen barfuß zu laufen. Ohne Schuhe wirst du nicht weit kommen. Danke für den Hinweis. Den Hinweis kriegst du umsonst. Aber wenn du meinem Kram zu nahe kommst, bist du ein toter Mann. Verstanden? Warte. Ich erkenne dich. Bist du nicht der Typ, um den sich Rod die ganze Zeit in seinem Wohnwagen gekümmert hat? Ja, bin ich. Kennst du Rod? Natürlich kenne ich ihn. Jeder im Lager kennt Rod. Du schuldest ihm dein Leben. Daran solltest du keine Minute zweifeln, verdammt nochmal. Heutzutage würde niemand bei klarem Verstand so etwas für einen völlig Fremden machen. Ja, ich bin ihm sehr dankbar. Aber sag mal, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich habe von einer riesigen Explosion gehört. Der großen Welle der Wurfwindsattacke reden die Leute da. Ich habe von einer riesigen Explosion gehört. Der großen Welle. Wovon zum Teufel reden die Leute da? Was soll das denn für eine Frage sein? Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? In einer Höhle Winterschlaf gehalten? Naja, das könnte man so sagen. Die große Welle ist der Grund, warum wir hier wie Tiere eingesperrt sind. Die ganze Welt ging den Bach runter. Und wir direkt mit ihr. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen. Kannst du mir noch was anderes erzählen? Eingesperrt, und meinst du damit, dass wir das Flüchtlingslager verlassen? Eingesperrt? Meinst du damit, dass wir das Flüchtlingslager nicht verlassen dürfen? Flüchtlingslager? Ich fand den Begriff von Anfang an zum Lachen. Es scheint so, als würden die Dinge auf der anderen Seite des Zauns besser laufen. Aber hier? Sieh dich um. Sieht das wie ein Flüchtlingslager aus? Es ist ein Gefangenenlager der Armee. Und du bist ein Gefangener. Sobald du hier drin bist, verlierst du alles, sogar deinen Namen. Für die bist du nicht mehr als eine Ratte. Nur eine weitere Lagerratte. Du wirst es niemals durch das Tor schaffen. Besonders, wenn du niemanden kennst oder keine Kontakte nach draußen hast. Es macht keinen Unterschied, wer du vor dem Zusammenbruch der alten Welt warst. Glaub mir, ich spreche da aus Erfahrung. Solange du nur eine Lagerratte bist, fürchte ich, dass du hier nur mit den Füßen zuerst rauskommst, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich tue ich das. Danke für die aufmunternden Worte. Kriegst du kostenlos. Aber komm meinem Kram zu nah, bist du ein toter Mann. Okay. Ich komm seinem Kram am besten nicht zu nah. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen. Kannst du mir noch etwas anderes erzählen? Okay, ich sag dir, was ich weiß. Die große Welle kam an einem Freitagnachmittag. Vollkommen ohne Vorwarnung. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich an diesem Tag genau in diesem Moment aus einem wichtigen Meeting kam. Ich hatte eine Menge Geld gemacht. Dank eines sehr lukrativen Vertrags. Jawohl, mein Herr. Sehr, sehr lukrativ. Erst haben wir den Bodenbeben gespürt, als ob ein Vulkan gleich auf dem Bürgersteig ausbrechen würde. Ich musste aus meinem Auto raus und wegrennen. Dann kamen die Explosionen. Die Gebäude stürzten ein, alles Glas zersprang. Und Tausende von Leichen verrotteten wochenlang auf den Straßen. In nur wenigen Stunden hat uns die große Welle mit all unseren Geschäften, unserem Geld und unseren Cabrios direkt zurück ins Mittelalter geschickt. Mittelalter? Natürlich. Warum überrascht dich das? Innerhalb weniger Minuten hatten wir keinen Strom, kein Wasser, keine Kommunikation. Nach dem ersten Chaos tauchten die Zerflossenen auf. Und dieser schreckliche Riss öffnete sich am Himmel. Dieses dumme Loch da oben, das uns noch keiner in diesem Höllenloch erklärt hat. Fakt
ist, dass unser altes System nur noch ein paar Wochen überlebt hat. Und durch die Risse kam das hereingekrochen, was du hier um dich siehst. Die neue Welt, nicht wahr? Ja, genau. Du scheinst ja schnell dazu zu lernen. Die neue Welt ist gekommen, um zu bleiben. Willkommen in der Zukunft, Junge. Nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast, was? Eigentlich schon. Diese Schießerei, könntest du mir erklären, was hier gerade passiert ist? Bin mal echt gespannt, was da passiert ist. Mal gucken, was die Schießerei sagt. Diese Schießerei, könntest du mir erklären, was hier gerade passiert ist? Was genau erklären? Den ganzen Stress, den die Reinigungsbrigaden gemacht haben? Jemand hat ein loses Mundwerk und hat einen Kranken verraten. Das ist alles. Normalerweise haben wir eine Abmachung im Lager, den Mund zu halten. Niemand will einen der eigenen Leute im Krankenwagen sehen. Aber in diesem Fall war der Zerflossene ein Verwandter eines der Lagerspitzel. Witzig, was? Aber sie haben jemanden angeschossen. Ja, haben sie. Und? Das Leben hat in letzter Zeit einiges an Wert verloren. Das überrascht heute niemanden mehr. Hast du Zerflossene gesagt? Hast du Zerflossene gesagt? Natürlich, die Zerflossenen. Aber was zur Hölle stimmt denn mit dir nicht? Diese Leute sind eine echte Pest. Krank. Und laut dem, was man so hört, sehr ansteckend. Lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du einen siehst, renn in die andere Richtung, als wäre der Teufel selbst hinter dir her. Wenn sie dir nicht diese tödliche Krankheit andrehen oder dich mit ihren Visionen in den Wahnsinn treiben, werden dich die Reinigungsbrigaden um die Ecke bringen, wenn du einen von ihnen versteckst. Du hast es ja mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auch keine Gnade mit ihren eigenen Lagerspitzeln. Ein Lagerspitzel? Was? Was sagst du dir gleich? Ein Lagerspitzel? Was genau ist das? Ein Spion. Ein dreckiger Schnüffler. Die Armee will das Lager von innen kontrollieren. Und deswegen bezahlt sie einige der Einwohner dafür, ihnen Informationen darüber zuzuschieben, was auf dieser Seite des Zauns passiert. Wer reinkommt, wer rausgeht, wer Ärger macht. Und natürlich, wer krank wird. Sie sind Dreckschweine. Aber gut bezahlte Dreckschweine. Und sie haben einige Privilegien, die hier drin sonst keiner hat. Traue niemals einem Spitzel. Die werden alles tun, um die Privilegien zu behalten, die ihnen die Armee in diesem Höllenloch zukommen lässt. Okay, danke für den Hinweis. Keine Ursache. Aber halt dich von meinem Einkaufswagen fern, oder ich reiß dir die Eingeweide raus. Kapiert? Ja, und nochmal danke für den Hinweis. Hätte ich nämlich auch gerade gesagt. Erzähl mir etwas über den Rod. Erzähl mir etwas über Rod Atkinson. Naja, ich kenne ihn nicht sehr gut. Aber es heißt, er ist ein anständiger Kerl. Zu anständig für die Zeiten, in denen wir leben. Wusstest du, dass er vor all dem hier jemand Wichtiges war? Ich glaube, er hat für die Regierung gearbeitet. Und er hat immer noch Kontakte nach draußen. Die sind aber nicht gut genug, um diesen dummen Gutmenschen und seine Familie hier rauszuholen. Dummer Gutmensch? Naja, du weißt ja, wie das ist. Rod ist einer dieser guten Samariter, die denken, sie könnten die Welt retten. Er hat einer Menge Leute hier im Lager geholfen. Aber ich glaube, er wird damit noch seine Probleme bekommen. Ich fürchte, er ist zu schwach für diese Welt. Ich weiß nicht, wie lange er noch überleben wird. Du hast gesagt, er hätte einen Sohn. Das ist doch ein guter Grund, überleben zu wollen, oder? Ah ja, Colin. Habe den Jungen jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr herumlaufen sehen. Weißt du, ob es ihm gut geht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Sein Vater hat mir von ihm erzählt. Na,
Ich bin froh, dass er sich von mir fernhält. Der Junge hat nichts Besseres zu tun, als in meinem Einkaufswagen herumzuschnüffeln. Okay, ich gehe dann mal wieder. Viel Glück noch. Bleib nur ja von meinen Sachen weg. Sonst reißt du mir irgendwas raus. Okay. Das war informativ, möchte ich mal sagen. Und ich brauche Schuhe. Und geh nach hier unten. Nein. So wie mein Fuß derzeit aussieht, werde ich nicht weit kommen. Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. Das war Plan B. An diesem Fetzen sind Spuren von Blut, Schweiß und anderen Flüssigkeiten, die ich nicht identifizieren kann. Wenn dieses Laken jemals ganz weiß war, muss das vor langer Zeit gewesen sein. Vor sehr langer Zeit. Nimm doch mal mit und mach daraus. Verband. Oh. Als ich an dem Laken gezogen habe, ist es an der Feder aufgerissen worden, die aus dem Bettrahmen ragt. Ich hoffe, Rod bemerkt es nicht. Wenn ich die... Das Bett ist schon so alt, dass eine der Federn abgebrochen ist und so zu einer scharfen, hervorstehenden Kante geworden ist. Kann ich aber nicht mitnehmen. Das Laken ist jetzt auch nur noch das ungemachte Bett. Okay. Was hast du mit dem Laken? Ja? Ich würde gerne jetzt den Fuß damit verbinden. Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle in diesem Teil. Ich sollte besser nicht damit herumspielen. Am Ende sitze ich in vollkommener Dunkelheit. Wie am Anfang. Weil mir das noch ein bisschen aufgibt, wie ich gerade bemerke, weil... Okay, wenn die Tür zu ist, ist es vielleicht derbe dunkel hier drin. Der Schrank geht inzwischen nicht auf, oder? Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte mein... Ja, ja. Mit dem Topfdeckel. Um den Schrank zu öffnen, ist das nicht der richtige Weg. Okay. Kann ich jetzt? Oder? Nein. Ich sollte in den Wohnwagen zu. Ja, das war mein Plan eigentlich gerade mit dem Haken hier. Ich ziehe die. Ich dachte jetzt vielleicht hier, weil das so weiß ist, aber... Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und dreckigem Besteck, das gespült werden muss. Der ganze Raum riecht nach abgestandenem Essen. Okay. Ich kann jemanden auf der... Rod hat sich... Das hat keinen Sinn, sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Ja. Ist hier irgendwie so... Ja, gibt's... Hab ich schon? Hatte ich. Schranke. Aus für nie gute ungemachtes Bett. Wo stehen die Bettfeder? Die Matratze zeigt immer noch den Abdruck meines Körpers. Ich muss viel länger drauf gelegen haben, als ich dachte. Wirklich, ja? Diese Feder ist so scharf wie ein Messer. Lieber nicht anfassen. Jetzt trotzdem gerne fragen. Okay, mal gucken, was draußen ist, ein rosa Punkt. Wohnanhänger, Fenster, Platz, rote Tür, verlassenes Auto. Runter, Einkaufswagen, wenn eine Dachloser. Nur undichte Dächer und Wände aus Pappe, die sofort im Wind davonwehen würden, wären sie nicht festgebunden. Großer Gott, dieser Ort ist echt deprimierend. Mal sehen. Ich könnte schwören, dass der Deckel genau die richtige Größe für die Tonne hat. Warum machst du das? Perfekt. Verdammt! Was ist das? Dieses verdammte Drecksloch
wird noch unser aller Ende sein. Der Kerl ist nicht in der Verfassung, jetzt gerade ein Gespräch zu führen. Er scheint ja ziemlich neben der Spur. Kein Wunder, wenn man sich hier mal umschaut. Und seinen Drohungen nachzuschließen, habe ich offenbar keinen guten Eindruck auf ihn gemacht. Überladen, dreckig und mit Ungeziefer verseucht. Das wäre der Traum-Einkaufswagen für Diogenes. Okay, ich versuche mal, das aufzunehmen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Alte aufhört zu husten. Mal sehen, was der hier Schönes hat. Verdammt, was ist das? Ja, nur verrottetes Essen, zerschlissene Kleidung und Müll. Warte mal. Das sieht aus, als wäre da auch ein schmales Portemonnaie. Mit einer Reihe Kreditkarten. Wird doch unser aller Tod. Was zur Hölle macht der Kerl mit so viel Plastikgeld? Er liegt da halt sammeln. Okay. Ich hab da eine Idee. Die wollen uns und zwar alle umbringen. Ich doch bestimmt mit der Kreditkarte. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Gut. Der Riegel hat beim ersten Versuch nachgegeben, aber die Karte ist kaputt. Wäre schon besser für mich, wenn der Typ da draußen das niemals rauskriegt. Das wär's, ja. Waschinski, Kissenbezug, Schuhe. Lieber nicht. Ich bin Rod für seine Gastfreundschaft dankbar, aber diese alten Schuhe sehen nicht gerade sauer aus. Es würde nur ein paar Stunden dauern, bis die Wunde wirklich schlimm wird. Und das Letzte, was ich gerade gebrauchen kann, ist eine ernsthafte Infektion. Nimm den Whisky mit. Den Kissenbezug. Schauen wir die mal an. Ein hochprozentiger Whisky. Und wie es aussieht, ein ziemlich teurer. Die Flasche war in Rods Schrank versteckt. Er zeigt nach außen Stärke. Aber scheinbar braucht er manchmal eine Auszeit und genehmigt sich einen. Alkohol ist... Weiß, gefaltet und mit einem Duft von Weichspüler. Es ist traurig, aber dieser Kissenbezug ist das Angenehmste, was ich seit meinem Aufwachen gesehen habe. Und so schlimmer wird das jetzt, denn ich werde jetzt den Whisky mit dem Kissenbezug kombinieren. Im Moment ist das nur ein Kissenbezug. Warum sollte ich den mit Alkohol tränken? Ich werde den Kissenbezug an diesem rostigen Nagel... Oder an dieser vorstehenden okay, Bettfeder. Dann sehen wir mal, wie gut diese vorstehende Bettfeder schneiden kann. Eine Bandage machen. Jetzt mache ich den Whisky drauf. Ich werde den Whisky benutzen, um die Verbände zu desinfizieren. Dann nehme ich den für die Füße. Und dann werde ich den einfach benutzen. Eine Handvoll Verbände, die in Scotch getränkt sind. Ich schätze, ich habe ein hausgemachtes Desinfektionsmittel entwickelt. Willst du das jetzt benutzen? Die Öllampe ist... Ich sollte... Ja, genau, mit der Öllampe. Mit dir... Füße. Du hast da... Nimm den alten Schuh. Dann mal los. Ich werde die Verbände für meinen Fuß benutzen. Ich hoffe, der Alkohol reicht aus, um ihn vor einer Infektion zu schützen. Hoffen wir mal, dass diese Behandlung nicht zu einem reizenden Fall von Wundbrand führt. Welcher Bastard hat einen Deckel auf meine Tolle gelegt? Ihr wollt mich ersticken, ihr Arschgeigen! Ich glaube, der Typ da draußen hat gerade herausgefunden, was ihm seinen plötzlichen Hustenanfall beschert hat. Irgendein Feigling in diesem Drecksloch wollte mich ersticken! Mich! Wer war das? Wer war das? Komm zurück! Damit ich dir deine Deckel wiedergeben kann, du Hurensohn! Hast du den Lärm gehört, Rod? Was geht da draußen vor? Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Sieht aus, als wäre es der arme Säufer, der immer vor dem Wohnwagen herumhängt. Er regt sich mal wieder auf. Nur gut, dass der arme Colin das alles nicht zu hören bekommt. Sag so etwas nie wieder, Rod. Es tut mir leid, Liebling. Ich habe nicht nachgedacht. Na dann steck ich doch mal den Finger in die Wunde. Aber was machst du hier? Raus hier! Du darfst hier nicht rein! Rod, es tut mir leid. Aber was passiert hier?
Raus hier, Michael! Du hast nichts gesehen, verstanden? Raus! Raus! Entschuldige meinen Ausbruch, Michael. Ich hätte mich nicht so verhalten sollen. So bin ich sonst gar nicht. Aber diese neue Welt bringt das Schlechteste in allen von uns zum Vorschein. Es ist nur, dass ich es nicht ertrage, Colin so leiden zu sehen. Also solltest du dich zu deinem eigenen Besten von dem Raum fernhalten. Fernhalten? Warum? Es macht keinen Sinn, es zu verbergen. Du wirst es ohnehin herausfinden. Colin ist sehr krank. Und die Behörden behaupten, seine Krankheit sei extrem ansteckend. Extrem ansteckend? Ist er ein Zerflossener? Bei allem, was heilig ist, ich lasse niemanden in meinem Heim dieses Wort benutzen. Ja, Colin hat sich mit dieser verdammten Krankheit angesteckt. Was ist genau die Auswirkung dieser Krankheit? Und was genau ist das für eine Krankheit? Weiß ich nicht, Michael. Das weiß niemand so richtig. Wir erfahren nur, was die Armee uns mitteilt. Sie sagen, die Krankheit sei extrem ansteckend und es sei unsere Pflicht, die Kranken den Reinigungsbrigaden zu überstellen. Aber niemand, der im Krankenwagen mitgenommen wurde, ist je ins Lager zurückgekehrt. Niemand! Wir können sie Colin nicht mitnehmen lassen, verstehst du? Ja, natürlich verstehe ich das. Sie sagen, die Opfer seien alle zum Tode verurteilt, dass es keine Erlösung für sie gäbe. Sie sagen, dass am Ende ihres Leidensweges und ihrer Visionen nur der Tod auf sie wartet. Ich glaube, dass sogar die Armee vor ihnen Angst hat. Aber es passieren wirklich seltsame Dinge mit den Opfern, Michael. Dinge, die du vermutlich nicht glauben würdest. Was für Dinge passieren denn mit denen? Was für Dinge passieren mit den Leuten, die mit der Krankheit infiziert sind? Seltsame Dinge. Unerklärliche Dinge. Die Kranken verfallen in eine Trance und dann gehen sie an andere Orte, Michael. Von dort bringen sie Informationen mit. Sie wissen Dinge. Sie reden mit Menschen, die nicht mehr bei uns weilen. So ergeht es uns nun schon seit Wochen. Was mit Colin passiert, wird immer und immer seltsamer und schwerer zu ertragen. Kontakte mit dem Jenseits. Mein Gott, seine Nerven müssen ja vor Müdigkeit und Stress vollkommen überreizt sein. Wie hat Colin sich denn angesteckt? Aber wie hat Colin sich angesteckt? Wir wissen es nicht. Niemand weiß, wie die Krankheit verbreitet wird. Wir wissen nur, dass die Krankheit nach der Katastrophe das erste Mal auftrat und dass sie sich rasend schnell ausbreitet. Also hat die große Welle die Zerflossenen mit sich gebracht. Aber benutzt dieses Wort nicht mehr. Jedenfalls nicht in diesem Haus. Es ist so gemein und respektlos. Im Grunde wissen wir nur eines mit Sicherheit über diesen Wahnsinn. Die große Welle hat uns alles genommen und uns mit dieser Epidemie zurückgelassen. Es ist schrecklich, was mit Colin passiert. Wenn ich nur irgendetwas tun könnte. Nun ja, Michael, du kannst uns helfen. Ich bin sicher, dass es kein Zufall war, dass wir dich gefunden haben. Du musst uns helfen. Okay. Du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Aber du hast selbst gesagt, dass alle Opfer sterben. Wie kann ich da helfen? Nein, es ist nicht alles verloren. Es gibt Gerüchte im Lager über ein Heilmittel. Es scheint, als hätten die Opfer in der Stadt auf der anderen Seite des Zauns Zugang zu einem Medikament. Aber hier drinnen können wir es nicht bekommen. Und alle meine Kontakte nach draußen... Nun ja, lass uns einfach sagen, sie können nichts tun, um uns zu helfen. Okay. Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Es gibt also ein Medikament, das sie heilen kann? Ja, es heißt, es herzustellen dauert lange und wäre sehr teuer. Und deswegen bleibt es den Stadtbewohnern vorbehalten, die dafür bezahlen können. Bring uns das Medikament. Bitte, ich flehe dich an, Michael. Collins Zeit läuft ab. Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein, aber ich habe die Schießerei draußen gesehen. Sich da einzumischen scheint gefährlich zu sein. Ich habe die Schießerei draußen gesehen. Und was ist mit der Ansteckungsgefahr? Ansteckung? Hast du Angst um dein Leben, Michael? Ohne unsere Hilfe wärst du jetzt tot. Tot! Vergiss das nicht! Darüber hinaus könnte ich dir im Gegenzug auch helfen.
Ich könnte dir zurückgeben, was du verloren hast. Verstehst du das nicht? Mir wiedergeben, was ich verloren habe? Aber du kennst mich doch kaum, Rod. Ich weiß aber das Wichtigste, Michael. Ich weiß, dass du ein Gelöschter bist. Gelöschter? Was zum Teufel soll das denn heißen? Ein Gelöschter ist jemand ohne Gedächtnis, der sich an nichts erinnern kann. Es scheint, als hätte die große Welle einen enormen neurologischen Einfluss auf manche Leute gehabt, Michael. Du bist nicht der Einzige und auch nicht der schlimmste Fall. Es gibt auch Menschen, die nach der Explosion vergessen hatten, wie man redet oder geht. Einige verhungerten. Sie hatten vergessen, wie Essen aussieht, wie man es isst oder sogar, dass Essen lebensnotwendig ist. Du kannst dich glücklich schätzen. Du weißt wenigstens noch, wie du dich am Leben hältst. Das ist das Wichtigste. Der natürliche Erholungsprozess geht nur langsam voran. Er dauert Monate, wenn du dich überhaupt von alleine erholst. Hör mir zu, Michael. Ein Mann ohne Erinnerungen ist nur ein Schatten seiner selbst. Oder noch schlimmer, er ist ein Niemand. Ich habe da draußen immer noch Kontakte. Ich war ein ranghoher Mitarbeiter in der städtischen Verwaltung. Ich könnte deinen Namen ausfindig machen, deine Daten in den öffentlichen Aufzeichnungen, deine Fingerabdrücke. Ich könnte dir dein Leben schnell zurückgeben, im Handumdrehen. Aber vorher musst du uns bitte helfen. Ich danke dir für deine Hilfe, Rod, und für alles, was ihr für mich getan habt. Aber... Hör mir zu, Michael. Wir wissen, dass unser Sohn möglicherweise dem Tod geweiht ist. Tatsächlich haben meine Frau und ich alles vorbereitet für den Fall, dass er uns verlässt. Unser Kind ist das Einzige, was uns an diese neue Welt bindet. Ohne ihn hat nichts mehr eine Bedeutung für uns. Solange es nur die geringste Chance gibt, ihn zu retten, sind wir bereit, alles zu tun, was nötig ist. Bitte, Michael, hilf uns. Mach ich ja. Bei allem, was heilig ist, hör ihn dir nur an. Er ist doch nur ein Kind. Rod, komm schnell her. Schnell. Bring uns das Medikament und wir helfen dir, dein Leben zurückzubekommen. Colin ist unsere einzige Hoffnung in dieser neuen Welt. Hilf uns, unsere Zukunft zu retten und wir geben dir deine Vergangenheit zurück. Ich verspreche es. Ich versuche mal das. Michael? Nein, Rod. Warte. Ein Medikament holen? Hat er den Verstand verloren? Der Mann will das Leben seines Sohns in meine Hände legen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wer ich bin. Ich werde da draußen wahrscheinlich keine halbe Stunde überleben. Aber Rod hat recht. Ein Mann ohne Vergangenheit ist nicht mehr als ein Schatten. Er will mir dabei helfen, mein Leben zurückzubekommen. Meine Erinnerungen. Wenn ich antworten will, dann muss ich dieses Heilmittel besorgen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen, ja? Gut, ich habe jetzt Schuhe an. Ich habe hier eigentlich nichts mehr. Bitte, also gehe ich raus. Warte mal. Bevor ich gehe, sollte ich alles Wichtige, was ich herausfinde, in dieses Notizbuch schreiben. Das könnte hilfreich werden. Wie Rod gesagt hat, bin ich einer der Gelöschten, die die große Welle hinterlassen hat. Okay.